Hallo Armin, du hattest was für mich zu sagen, aber warte doch mal. Armin Saberlin. Hallo. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 1. Ich habe mich jetzt mal hier ausgehend nach Fort Ranik begeben und ich würde sagen, wir starten die Mission gleich mal. Ohne viel Umschweife. Und es könnte wieder ein längerer Part werden bei Mission und so. Erobert den großen Nordwall zurück. Wehrt die Invasion der Char ab. Ich bin mal gespannt, was es mit diesem Dienerfenster hier dann auf sich haben wird. Wehrt die Invasion der Char ab. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich folge mal den Kriegern hier. Und ich esse mal ein Ei. Uiuiui, okay. Da geht schon ganz schön was ab. Ganz schöner Kampf. Ja, Tatsache. Ist ja krass. Das wusste ich gar nicht, dass es da so ein Fenster gibt. Ist ja mega praktisch. Frag mich, ob die auch von Heilzaubern geheilt werden können oder so. Also von normalen Heilzaubern. Also seht ihr, die kriegen auch irgendwann diesen Debuff-Dingen scheinbar. Ah, jetzt kann ich schon 4 oder was? Das ist ja kranker Shit. Ja, nur so viel kann ich halt nicht aufrechterhalten wegen den Cooldowns. Aber ja, schauen wir mal. Missionsziele. Oh, der Blanston scheint wohl die Nebenquest zu sein, denke ich. Den schauen wir uns dann auf jeden Fall mal genauer an. Den ollen Blanston. Diese Monster, die greifen einfach so das Moor an. Es ist offiziell, Char sind Monster. Hey, Blanston. Jeden Tag sterben noch mehr von meinen Kameraden durch die Hände der Char. Jetzt, wo sie den Wald durchbrochen haben, fürchte ich, dass mir die Zeit davonläuft. Ich habe meine Frau seit mehr als 3 Monaten nicht gesehen. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, aber ich möchte ihr zumindest noch eine letzte Nachricht hinterlassen. Meine Frau lebt knapp außerhalb der Stadt Askelon. Sie heißt Melka. Nicht wie die Schokolade, aber fast. Könnt ihr sie wohl finden und ihr sagen, dass ich sie liebe? Das würde mir viel bedeuten. Würdet ihr sie suchen und ihr diese Nachricht überbringen? Sie muss euch fehlen. Natürlich werde ich euch helfen. Okay, ist nicht die Zweitquest, okay. Interessant. Aber na gut. Axt und Holzrüstung. Erledigt. Jetzt haben wir da hinten auch einen, okay. Aber was heißt das? Wir sollen die zurück erobern. Muss ich da alle Chars killen? Weil ich habe davor ein paar übrig gelassen. Ich gehe da mal hin. Rein Interesse halber, weil es könnte auch die Sidequest sein, die Bonusmission, ihr wisst schon. Die sind aber auch so verdächtig abseits, nämlich. Die sind auch so verdächtig abseits. Ey, die verarschen mich. Die verarschen mich.
So, erledigt. Ach, da ging's so interessant unter der Brücke durch. Oder? Oder kommen wir hier nicht lang? Nee, ich glaube, wir kommen hier nicht lang. Diesmal nicht, nee. Okay. Gehen wir mal weiter. Noch habe ich nichts gesehen, was bonusmissionstechnisch irgendwie möglich wäre, dass das die Bonusmission ist. Aber es kann auch ganz schnell dann kommen. Kadaver Ascalon-Krieger. Oh. Habe ich einen verloren oder? Nun gut, dann habe ich halt einen verloren. Hallo, ich will versuchen, Leben abzuzapfen. Nicht bei mir, nicht mit mir. Nee, nee. Geht's hier lang? Nö, eher nicht so. Und hier? Nö, eher auch nicht so. Huh! Was macht der Freak da? Hey! Ey! Schleich dich nicht vorbei. Das mag ich nicht. Okay, vielleicht mag ich es doch, bevor du in der Krüppe, in dem Krüppchen drin bleibst, aber hey. Ist nicht nett, es einen einfach so zu ignorieren. Ist uncool. So, das hast du jetzt davon. Ja, hallo Armin, du hattest was für mich zu sagen, aber warte doch mal. Armin Saberlin. Hallo. Sag an, was du mir zu sagen hast. Mein Sohn Dieter wurde nach der ersten Welle von den Schar verschleppt. Ich flehe euch an, findet ihn. Das ist alles, was ich habe. Okay. Den Dieter also. Nun gut, wir halten die Augen nach einem Dieter offen. Auf jeden Fall. Ascalon Moor. Oh, hi. Ich habe gehört, mein einer Knochenschreck stirbt. Dann mache ich halt einen neuen. Und ich habe gehört, ich kann noch einen machen. Und noch einen. Ich habe gehört, Pirsche verarschen ist auch ganz angesagt. Schön. Gut. Keine Energie. Ja, passt schon. Ich brauche keine. Ich kann da durch angreifen, er nicht. Dieter. Wir haben ihn so halb gefunden. Den Dieter. Wir wissen, wo wir hin müssen. Für den Dieter. Den Märtyrer, den schnappen wir uns. Wäre ja gelacht.
Den Märtyrer schnappen wir uns auch. Da kommt was. Ist mir egal. Kommt noch einer, okay. Ich mach mal, geschwind. Gut. Ja, aber läuft ja noch gut mit den Missionen, oder? Läuft ja noch gut. Ich frage mich, ob es ja auch wieder Zwischensequenzen gab. Ob es das bei jeder Mission gab? Ich glaube, durch das Tor ist richtig, aber wir wollen nicht durch das Tor. Wir wollen ja den Dieter wollen wir noch retten. Aber wie kommen wir hin zu dem Dieter? Wir müssen irgendwie nach der Links. Da oben vielleicht? Gibt es hier vielleicht eine geheime Passage? Da hinten noch. Okay. Aber... Nee, das ist doch... Das ist doch Mumpitz. Da waren wir doch schon. Da ist nichts. Nee. Vergiss es. Wir müssen, glaub, wirklich erst durch das Tor und danach erst können wir zu dem Dieter rüber. Oh Mann, ey. Das ist ja aber auch alles verstrickt, ey. Unglaublich. Unglaublich. Warum kann ich mir nicht einfach ein Portal da hoch machen? Wäre doch auch schön. Aber nö. Ja, okay, vielleicht können wir auch hier einfach dann weiterlaufen. Der Unbarmherzige. Ja, wir sind auch unbarmherzig. Wir stehen dem in nichts nach. Was Charles angeht, sind wir auch unbarmherzig. Ja, ja. So. Holzbuckelschild, schön. Gut, den Märtyrer wieder zuerst, bitte. Ach doch, die Brücke, an die erinnere ich mich jetzt wieder. Tatsächlich. Ja, jetzt kommt es langsam zurück, obwohl es Jahre her ist. Unglaublich. Unglaublich. Und über die Brücke geht's dann nämlich weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob weiter zu Dieter, aber... Wir schauen jetzt, dass wir danach vielleicht schon rechts kommen. Weil die Brücke ist auf jeden Fall tendenziell nicht verkehrt. Da ist doch ein Märtyrer dabei, oder? Nee. Das braucht so lange. Sag mal. Macht mal den Pirscher zuerst. Vielleicht kriegt man den ja platt. Ja, der andere braucht irgendwie verdächtig lange, nämlich. Ach ja, kaum hau ich nicht mehr drauf, geht der Blatt. Alles klar. Ich komme mir so leicht verarscht vor. Und wo zaubert er eigentlich hin? Was soll denn das? Ach, da oben ist ein Märtyrer. Das erklärt einiges.
So. Dürften man die jetzt auch easy killen können, ja. Danke. Geht doch. Ja, der da unten, der hält das Haus. Passt schon. Gut. Kommen wir jetzt hier zum Dieter. Ich will doch nur zum Dieter. Mensch, Dieter. Immer bringt er sich in Gefahr. Unglaublich. Ist ja fast schon so ein Günther, ne? Aber nö. Da hinten kommen wir, glaube ich, zum Dieter. Da, wenn wir jetzt hier rechts gehen. Und links geht es dann zur Brücke und da kommen wir dann tendenziell, glaube ich, weiter. Wir hatten jetzt schon wieder diesen dämlichen Moor angegriffen. Waren das schon wieder die Chars oder wie? Oder waren das meine dämlichen Mitstreiter hier? Märtyrer, du bist wieder Ziel Nummer 1. Du hast dir eine Zielscheibe auf den Kopf gemalt quasi. Und deswegen muss er sterben. Das heilt ja die anderen wieder. Und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja nicht. So, mit frischen Dienern. So. Zack, zum Aufseher. Erledigt. Hilfe, die Aufseher sind zu stark für uns. Okay, hallo, Sabelin. Ich werde meinem Vater Bericht erstatten. Wenn es euch gelingt, die Triebwerke nördlich von hier zu erreichen, dann gibt es noch vielleicht noch Hoffnung. Erfahrungspunkte erlangt. Sehr schön. Hier ist die Schamanentracht. Können wir es auch endlich erreichen? Was? Ich habe Gold liegen lassen. Das ist ja allerhand. Allerhand ist es ja. Und tatsächlich, ich habe es unten liegen lassen. Schande über mein Haupt. Und hier ist nämlich die Brücke. Ja, der läuft jetzt schön zurück, okay. Mit seinem Soldatenkumpel. Okay, cool. Wäre das auch erledigt, wäre das auch geklärt. Jetzt nur noch die Invasion abwehren und dann ist alles easy. So. Einfach draufknallen und wir haben bald wieder ein Level up. Ist ja Wahnsinn. Level up. Schön. Mach mal Blutmagie. Warum nicht? Was soll denn der Geiz? Was haben wir? Ein Hinrichter, ein Verwüster und ein Klingenkrieger. Kein Märtyrer oder so. Also alles gut. Gut. Cool.
Ja, die sind echt, die halten echt schon was aus, ne? Dafür, dass so viele Leute auf die draufkloppen, wird der Namhafte zu meinem Diener erstmal. Zerstörtes Katapult. Und einen Techniker haben wir auch, okay. Gold. Okay, cool. Cool. Ja, na. Ihr Säue. Ihr blöden Mistviecher. Was soll das denn? Was soll das denn? Die machen mir die ganzen Techniker hier noch platt. Belagerungsmeister Lothmar, okay. Oh Mann. Feuerrufe zuerst. Den Feuerrufer definitiv zuerst. Und dann den anderen. So. Gut, dann dürften wir jetzt gleich unseren Lothmar wieder haben oder Lorma. Lorma, okay. Cool. Hallo Lorma. Was hast du mir zu sagen? Ich reparierte gerade diesen Tribok, als der Char ankam. Mir fehlen Auslösehebel, Rückhaltebolzen und die Spannkurbel. Sucht bei den kaputten Triböcken nach diesen Teilen. Und dann bringt ihr sie zu mir. Wenn ihr das macht, dann kann ich diese Schönheit reparieren und die Char kriegen eins auf den Pelz gebrannt. Um den Tribok dann zu aktivieren, zieht den Hebel einmal zum Laden. Und ein zweites Mal, wenn er dann trifft, werden nur noch Splitter übrig bleiben. Aber beeilt euch, die Char am Wall werden immer mehr. Oh nee, nee, es gab's ein Zeitlimit, oder? Nee. Nee, okay. Das wäre mir ja sonst eingeblendet worden. Das wäre mir ja sonst eingeblendet worden. Ich habe bei uns sowas immer so ungute Befürchtungen irgendwie. Das ist wie als kleiner Bub, als ich damals schon Diablo 2 gespielt habe. Ich glaube, da war meine, ich weiß gar nicht, es war entweder der Nachbarsjunge oder meine Schwester dabei, keine Ahnung. Vielleicht auch beide. Auf jeden Fall ist da echt nichts drin. Unverschämtheit. Auf jeden Fall gibt es da auch eine Stelle, zweite Quest vom ersten Akt, wo es dann heißt von wegen, ja, mit jedem Moment, den ihr zögert, kriegt Blutrabe einen weiteren untoten Dino. Und da habe ich auch gedacht, oh Scheiße, muss sich da erst voll beeilen, weil sonst hat man eine ja, schlagbare Armee gegen sich oder was? Okay. Aber ist ja dann doch nicht ganz so, ne? Hallo Norma. Hier, bitteschön. Trainer sei Dank, ihr habt den Rückhaltebolzen gefunden. Ich baue ihn ein, während ihr nach einem Auslösehebel sucht. Okay. Oder eine Spannkurbel. Das hatten wir gerade, ne? Das hatten wir gerade. Nehme ich an. Die Truhe ist bereits offen. Okay. Wurden also wie Truhen implementiert, alles klar. Wieso machst du nicht den Axt, die Krieger? Was soll das denn? Jetzt kannst du dich immer noch um die Feuertypis kümmern. Katapult.
Auslösehebel. Schön. Das wollen wir mal zu ihm hier bringen. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch gleich aktiviert, wenn ich es über Leertaste mache. Das will ich gerade mal checken. Ich brauche nichts weiter als eine Spannkurbel, um diese Char über den Wald zurückzuschleudern. Oder wie? Spannkurbel, okay. Okay, wäre halt schön, wenn ich es noch lesen könnte, während ich schon unterwegs bin, aber das Spiel sagt nein. Warum auch? Warum sollte man dem Spieler das auch gönnen, dass er hier ein bisschen Zeit spart während dem Lesen? Das ist auch so was damals, wenn man Guild Wars 1 aktiv gespielt hat, zumindest zu meiner Zeit, die meisten kannten halt diese ganzen Story-Missionen und so schon, weil ich habe auch Guild Wars 1 etwas später angefangen und nicht direkt von Anfang an. Und die waren dann einmal so ungeduldig, die haben dann bei jeder Zwischensequenz erstmal für einen Skip gewotet, weil die konnten nicht warten. Die Leute können einfach nicht warten. Nee, ist vielleicht jemand dabei, gerade wenn man Story-Mission spielt, der es noch nicht kennt, aber hey, nee, lass mal alles gibvoten. Es ist halt... Naja, gucken wir mal hier. Um den Tribok zu aktivieren, zieht er den Hebel einmal zum Laden und ein zweites Mal zum Feuern. Wenn etwas getroffen wird, bleiben davon nur Splitter übrig. Okay. Einmal laden. Und Feuer! Feuer? Boom. Jetzt können wir nämlich hier weiter. Ja. Alle plötzlich tot. Komm, ich nehme euch nochmal noch mit. Ihr dürft mitkommen. Wehrt die Invasion der Char ab? Ja, noch ein zerstörtes Katapult, okay. Ohne was Interessantes. Wie komme ich jetzt da runter? Sag mal. Wie soll ich jetzt hier... Da komme ich doch nicht runter, nee. Die Pirschen da unten herum, schön, aber ich würde auch gern da runter. Ach, da hinten. Okay. Ja, dann musste ich sie trotzdem killen, weil ich hier hätte vorbei müssen. Okay. Ich verstehe schon. Da hinten ist noch irgendwie ein Tor oder so. Alles klar. Nun gut. Erledigen wir sie halt auf die klassische Weise. Was? Achso. Cool. Ein Fell. Jetzt müsste aber auch langsam, glaube ich, Ende sein, tatsächlich. Aber es gibt halt noch längere Missionen, wenn ich mich recht erinnere. Als die, die wir jetzt am Anfang haben, die jetzt schon bei einer halben Stunde oder so sind. Ach Moment, hier haben wir ja auch nochmal. Einmal. Laden. Feuer. Ach so, da muss ich timen oder wie?
Okay. Ich feuer mal nochmal. Dann nehme ich mir die Char-Schnitze rein hier mit. So. Plus 8 Moral, das ist doch. Wir sind hier voller Moral. Und die Moral von der Geschichte. Chars, eure Angriffe, die lohnen nicht. Haben die mich jetzt gesehen? Laufen die mir jetzt hinterher oder? Ne, die versammeln sich jetzt. Ah, und jetzt kann ich dann draufrotzen. Ich verstehe, jetzt kann ich mit dem anderen dann draufrotzen. Okay, Moment, laden und Feuer. 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 Gut. Ja, cool. Cool. Läuft ja. Läuft ja. Aber versammeln sich da jetzt nochmal welche oder? Ich hätte die jetzt so einzeln erledigen, indem ich hier den hier mache. Jein. Uiuiui. Muss hier gerade ganz schön einstecken. Aber es passt. Das passt. Gold, Money. Sehr schön. Ich glaube, es war hier auch so, dass wenn was fallen gelassen wurde, war es auch für den Charakter schon quasi festgeschrieben. Also es konnte, gab keinen Loot-Klau oder so. Weil der Loot eben schon an eine Person festgeschrieben war. Irgendwie so. Hatte Guild Wars 1, meine ich, auch ein System drin. Aber ja. Der Pirscher hier, der Pirscher, den lassen wir mal pirschen, denn der hat jetzt zu Ende gepirscht. Da oben noch, okay. Oh, Märtyrer. Der Märtyrer, der Märtyrer. Muss unser erstes Ziel sein. So. Und jetzt noch den namhaften, den Spitfuhr. Erfahrungspunkte und ein Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Ach, da haben wir ihn ja. Den guten. Zeit zum Handeln. Wir haben lang genug hinter dem Wall gekauert. Von nun an greifen wir unsere Feinde an. Prinz Rurik! Prinz Rurik! Was gibt es? Prinz Rurik! Wir haben gesiegt. Ja, aber wir mussten einen hohen Preis dafür zahlen. Die Char haben Gefangene gemacht. Einige unserer Verwundeten wurden verschleppt. Askalon muss diese Bestien nicht mehr fürchten. Wir marschieren nach Norden, befreien unsere Brüder und holen, was uns gehört. Das kann man schon machen. Schon, kann man schon mal machen, ja. Grenztor. Ja, hier eine mit. Gib her. Außenposten. Ich schaff's aber auch immer, wenn ich auf die Karte will, das Menü mit den, ja,
Freunden zu öffnen. Ja, das war doch mal wieder ein interessanter Part, oder? Und ich würde sagen, für diesen Part soll es das auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich glaube, ich war ein bisschen eintönig in dem Part. Aber gut. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Guild Wars 1. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.